Natürlich künstlich. Wo ist der Unterschied zwischen natürlich und künstlich? Der Mensch führt diesen Begriff ein, künstlich, um etwas zu unterscheiden von dem, was da gewesen ist, auch schon ohne den Menschen. Der Mensch trennt sich von der Natur, indem er diesen Begriff benutzt. Die Kunst von Können, von Erschaffen, von Machen, von Tun erzeugt etwas, was den Menschen abhebt von dem Rest. Und das möchte er ausdrücken durch das Wort künstlich. Im Bereich der Chemie werden viele Stoffe hergestellt, die in der Natur nur selten vorkommen. Und der Mensch produziert diese Stoffe aber in größeren Mengen. Deswegen nennt er sie künstlich. Es kann nichts aus der Natur herausfallen. Alles ist Natur und bleibt Natur. Und nur die Begriffe in unserem Kopf schaffen eine Denktrennung, eine Trennung der Gedanken und der Anschauung. Es ist durchaus wichtig, dass man diese Trennung vornimmt, um sich auszudrücken, aber es ist umso schöner, wenn man sich dieser Tatsache bewusst wird. Computer wachsen eben nicht auf Bäumen, genauso wenig wie viele Medikamente oder andere von Menschen hergestellte Gegenstände. Dasselbe Auseinanderdriften hat man bei anderen Wortgegensätzen wie natürlich und übernatürlich. Dort macht es auch keinen Sinn, dass etwas übernatürlich ist. Nur durch eine eingeschränkte Wahrnehmung des Natürlichen entsteht dann die Möglichkeit, dass man eine Übernatürlichkeit erkennt in anderen Dingen. Von sich aus ist diese nicht gegeben. Mensch und Tier sind natürlich unterschiedlich und trotzdem verbindet uns sehr viel. Wenn man das Ganze von außen betrachtet und zum Beispiel ein Außerirdischer würde uns besuchen hier auf dieser Erde, würde er wahrscheinlich gar nicht so sehr diesen riesigen Unterschied erkennen. Es sind alles Lebensformen, die auf dieselbe Art und Weise funktionieren, mit einer DNA, mit einem Stoffwechsel. Sie atmen, sie fressen, sie trinken und noch was da noch so dazu gehört. Der Unterschied ist von uns erschaffen. Damit fühlen wir uns wohl und haben eine Abtrennung vom Tier. Das Bewusstsein und die Gedanken sind sicherlich auch sehr viel anders als von Tieren. Es ist eine andere Bewusstseinsebene, aber körperlich gesehen funktioniert es sehr ähnlich. Es gibt eine große Verbindung zwischen all den Lebewesen, die auf der Erde wohnen und ihre Erfahrungen machen. Jeder geht durch ähnliche Erfahrungen. Jeder wird geboren, wächst auf, spielt, wird erwachsen, findet einen Partner und komplettiert den Kreis des Lebens. Aus dem Bewusstsein, dass wir alle ähnlich sind, kann ein ganz anderer Umgang mit den Tieren und Mitmenschen entstehen. Nur wer sich trennt, kann Hass, Zorn, Wut und Ähnliches auf andere Wesen empfinden. In der Verbindung liegt die Akzeptanz. In der Verbindung liegt das Versöhnliche.
und die Liebe, das Annehmen von dem, was ist, und das Teilen des Raums, in dem wir alle gemeinsam leben. Eine Spezialform der Trennung ist der Selbsthass. Dort hat man sich von seinem wahren Kern abgetrennt und ist nicht zufrieden mit dem, wie man ist. Das Sein wird nicht als richtig empfunden. Bewertungen, Urteile, Verurteilungen plagen den Geist. Die Lösung findet man im Hass, der zur Krankheit führt und irgendwann auch zu einer Heilung. Wenn man sich so lange reibt, bis es schlimmer wird, bis man so lange an die Welt aneckt, bis man den Schmerz nicht mehr aushält, dann wird man auch losgehen, um Heilung zu suchen und die Heilung auch finden in der Versöhnung mit dem, was ist.